Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge AirPod CEO. Ja, Spiel neu gestartet und siehe da, das Symbol ist weg. Also nicht immer auf alles 100%, nicht alles glauben, was das Spiel euch sagt. Nicht immer alles 100%ig glauben, was das Spiel sagt, wollte ich sagen. Es lügt einen auch mal sehr gerne an, wie man sieht. So, wir brauchen Kohle, wir brauchen richtig Schotter, Moneten, Knete. Ja, wir müssen einfach doch nochmal die kleinen Flugzeuge fliegen lassen, damit wir vielleicht noch eine Mark mehr verdienen. Weil 150.000 für einen anderen Stand ist ein bisschen poioioi. So, wir werden also nochmal in Aufträge hier gehen und werden nochmal hier auf Airlines gehen und werden nochmal Light Flight. Lighty Light. Light Flight. 9 in 3 Tagen. Okay. Hier mit her. So, Flight Planner. Da haben wir das Ganze. Und. Ja. Zack. Wir brauchen halt Zaster, Moneten, Knete. So. Dann werden wir jetzt endlich mal hoffentlich unseren Flughafen, wenn wir denn Kohle haben, weiter ausbauen. Oh, jetzt habe ich es zu eng gemacht. Eng ist ein dehnbarer Begriff, ich weiß, aber in dem Falle wird das sehr, sehr eng. Aber gut, was soll's. Was ist heute für ein Tag? Samstag, Sonntag. Haben wir noch einen hier. Zack. Und die sind wieder Medium, ja. Das ist, ja, hervorragend. Kommst du dahin? Mann! Und du dahin. So, okay, haben wir wieder ein Buschen. Was? Auf Tash? Oh Gott, wir müssen auch die ganzen Sachen mal reparieren. Eieieiei, es wird nicht günstiger. Aber wir brauchen halt Kohle, Kohle. Und ich würde sagen, wir machen hier unten auch noch einen Shop hin. Hier einen Shop hin und hier einen Shop hin. Am Eingang sozusagen. Damit die Leute auch da vielleicht was essen tun. Es wird aber nur ein kleinerer Shop. Das werden wir hier erstmal wegmachen. So, und dann machen wir hier einen Shop hin. Und zwar hier so hin. 30 mal 7, 30 mal 8, 8, 16, 24, 240. Wird er doch kein kleiner Shop. Ja, komm, Shop. Wir schauen mal, was wir da kriegen. Dich kriegen wir nicht rein. Dich kriegen wir rein. Paper Plane. Okay, machen wir. 19 Shelves braucht er wieder. Dann machen wir das mal eben. Ich glaube, das Geld können wir ausgeben. So teuer, glaube ich, war das gar nicht. Shop-Counter. 1000. Wieder gucken, wie rum der muss. So rum machen wir mal hier hin. Machen wir so. Und jetzt brauchen wir hier wieder unsere tollen Shelfs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die kleinen machen wir einfach hier so hin. Ach, dieses Fenster hier, das ist so, so nervig. War klar, dass er jetzt. Ey, dieses Spiel macht einen echt manchmal aggressiv und verrückt. So. Zack, 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 zack. Reicht das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 4, 8, 12, 18. Einer fehlt. einer fehlt. Eins, zwei, drei. So. Okay, dann können wir unterschreiben. Und zwar Paperplane unterschreiben. So, dann hatten wir hier farblich. Hatten wir hier. War das das Holz? Ja, genau, das Holz. Hauen wir hier rein. Und das war 30, war das, glaube ich, ne? Genau, 30. Und das machen wir hier auch. 30. So. Und dann hauen wir hier nochmal ein Food-Laden rein. Gucken, was wir da reinkloppen können.
Nun 3 Sterne. Aber gut. Valentino. Valentino. Wir nehmen Valentino. Oder Italiano. Italiano. Wir nehmen Cities. Italien. Kitchen. Das nehmen wir. 6. Und ein Counter. Okay. Italiano. Italiano. Der muss wieder so rum. Haben wir 1 Platz gelassen. Was? Nein. Ich habe ja hier die Sachen vergessen. 4 Stück. Also 4 und 1 Platz gelassen. Also hier hin. Und dann müssen wir nochmal die Zone verändern und nochmal das Gedöns verändern. Eieieiei. Wieder nicht aufgepasst. Concrete. 4 Stück. Was? Wieso ist der Boden? Oh. War das nicht Concrete? Hatten wir das nicht schon mal gehabt? Concrete? Asphalt? War doch kein Asphalt, oder? War das Asphalt? Oh, es war Asphalt. Nee, war es auch nicht. Man weiß es nicht. Delete Room. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen doch Concrete. Ah, guck mal da. Guck mal, einer schau. So, Holz. 30 lang. Bis dahin. So, jetzt haut das hin. Okay. Dann brauchen wir 6 Futteriano. Da. 6 Stück. Ein. Was? Achso, ich muss erst den Raum bestimmen. Zack. So, jetzt aber. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 Stück. Signed. Und unseren Italiener. Sehr schön. Und selbstverständlich stellen wir hier wieder ein paar Stühlchen hin. Aber diesmal kein Sofa, sondern so eine Couch, Sessel. Innen rund. Und machen wir so. Genau. Und damit ein bisschen Abwechslung drin ist, versetzen wir die. So, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Ja, so würde ich sagen, lassen wir die Jungs das mal bauen. Und ja, verdienen denn eine Mark mehr, hoffentlich. So, 6.000, 7.000 schon? Oh ja, das ist okay. Das ist gut. Dann haben die nämlich hier auch was zu essen. Und Toiletten müssten wir dann auch noch neu bauen. Ich würde sagen, hier in der Ecke machen wir nochmal Toiletten hin. Da stört das, glaube ich, keinen. Und dann werden wir vielleicht hier auch nochmal Toiletten machen für Terminal B sozusagen. So ist, glaube ich, der Plan ganz okay im Moment. Sag ich mal so, in meinem jugendlichen Leichtsinn, der schon lange, lange vorbei ist. Ja. Wie groß haben wir die denn hier gemacht? Area, Bathroom. 7 mal 6. 7. 7 lang. Dann machen wir die hier größer. Bathroom. 7. Machen wir 9. 10. 10. 10 plus Wand. Oh, das wird zu viel. Dann müssen wir das so machen. 10, dann müssen es 20, 21 werden. Dann machen wir es so, 21. So. So. Würde ich sagen. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Das haut ja auch nicht hin. Doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und da kommt die Wand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Dann nehmen wir 9. Und hier nehmen wir nochmal. Yes. So, dann haben wir nämlich, genau, haben wir hier. Das machen wir so. Genau. Dann machen wir nämlich hier eine Tür rein. Und da eine Tür rein. Und dann ist das Tutti mit Mutti. Genau, so machen wir das. Zumachen. Zumachen. Und dann eine kleine Tür. Hier und eine hier. Und dann haben wir nämlich einmal Männchen, einmal Weibchen und alles wird gut. So. Badezimmer. Zack. Badezimmer. Toilette, natürlich. Obwohl, gibt es auf dem Flughafen Duschen und so? Ich weiß es gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Haut hin. Okay. Schön. Dann brauchen wir jetzt wieder unsere Toiletten. Garnituren. Einmal für die Damen. Wollen wir hier die Waschbecken und hier die Toiletten? Ist eigentlich Jacke. Jacke wie Hose und andersrum. Komm, wir machen das so. Oh. So. Jetzt können die Damen sich so viel Pipi machen, wie sie nur können. So. Zack, 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 zack. Hier kommt noch hier Ventilatoros. Den machen wir hier einen hin und da einen hin. Das wird für Frauen. So. Und Mülleimer, Mülleimer, Mülleimer da. Mülleimer. Da und da. Sehr schön. So machen wir das. Genau. Bei den Männern machen wir dasselbe in dunkelgrün. So, das sind Männer. Da brauchen wir aber noch Urinale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. So. Einmal Hand, zweimal Hand. Diese Fenster, die immer aufgehen, das ist so nervig. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, und Mülleimerchen. Einmal da, einmal da. Gut. Dann sind die 9 Toiletten hier für den Vorbereich auch da. Ah, die Mitarbeiter passen hier auch noch durch. Das ist auch gut, das ist gut. Da taut alles hin. So. Okay, und dann können wir uns endlich mal um die anderen Sachen kümmern. Oh, 39%. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Aber gut, wir sehen Kohle und so. Wir haben zwar jetzt 10.000 plus pro Stunde. Aber Geld und so. Wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir 150.000 haben, kommt definitiv neuer Stand dazu. So, und ich würde auch gerne hier auch noch ein bisschen schöner machen. Können wir irgendwie hier so ein was haben wir denn hier Schönes? Sieht das gut aus? Haben wir hier Flughafen Eingangsbereich? Ja. 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 Mhm. Dass wir das alles ein bisschen schöner gestalten können. So. Das hat schon mal was. Wenn wir denn noch nach links und nach rechts verlegen. So, mal gucken, wie wir genau hier verfahren. Ich weiß noch gar nicht, was wir alles hier noch hinstellen wollen. Keine Ahnung. Wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen. So. Ich würde aber sagen,
Wenn es noch ein bisschen cooler aussieht, machen wir hier noch eine Mauer hin. Und hier noch eine Mauer hin. Und Pflänzchen. Nee, Baum nicht. Pflänzchen wären ganz cool. Was haben wir denn hier? Ah, guck mal hier. Zack, zack. Ja, so wird es auch langsam ein schöner Flughafen BER. Okay. Schon mal ganz cool aus. Und da müssen wir halt auch gucken mit Mitarbeitern. Die stellen wir dann gleich wie verrückt ein. Sicherheitskräfte, Ramp Agents, wie heißen die hier? Airport Staff oder sowas, glaube ich, hießen die. Dann werden wir richtig Ballett hier machen. Das funktioniert hier auch mit unserem Krik, Krik, Bzzzt, Bzzzt. So geil. Was müssten wir eigentlich hier weiterbauen? Ah, guck mal, es gibt da neue Geräte. Neue Geräte. Tilt Tray. Was? Wo soll ich denn so ein Tilt Tray? Retour 50 Bags. Was? Wie jetzt? Build a Tilt Tray. Ja, toll. Keine Ahnung. Irgendein Kipper. Aber ich sehe hier gerade gar nicht, was soll ich... Was ist das denn alles? Wir kommen hier... Nee, wir kommen hier rein. Oder so? Nee, wir kommen... Ah, hier ist ein Check-in. Wir kommen hier rein. Und wenn der Scanner sagt, jo, läuft, dann hier rein. Und wenn nicht, dann... Gibt es da noch mehrere Scanner oder was? Was? Gibt's noch mehr? Scanner. Müssen wir noch was lernen? Gibt es noch was zu lernen? In Richtung, Kofferchen? Spam Trail Scanner. Trail Scanner. Travel Document? Mini Reader? Okay. Boah, 100.000 und 250.000. Scanning Station. Und noch mehr Scanner. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Boah. Alter Verwalter, brauchen wir Geld. Ha. Mann, brauchen wir Geld. Ich glaube, wir lassen einfach schnell laufen. Wir lassen mal schnell einen laufen. Okay, wir haben gleich 150.000. Dann könnten wir schon mal einen zweiten Stand bauen. Das wäre doch schon mal was. Und dann müssten wir auch wieder die ganzen Taxiways bauen und alles. Können wir ja eigentlich schon mal beginnen in der Zeit, würde ich sagen. Hm. Taxiway. Wie groß war denn jetzt hier nochmal? 40 haben wir gesagt, ne? War das, glaube ich. 40 mal 40. Bis hier. Das heißt, zwei Kästchen haben wir für... Zwei Kästchen für ein Taxiway? Nee. Was? Ich glaube, ich habe mich verplant. Ich glaube, das Gebäude muss noch weiter nach links. Ich glaube, das wird so nichts. Ich glaube, wir müssen nochmal die Mauer abreißen. Die Mauer muss weg. Oh ja, das wird gar nichts. Das wird gar nichts. Okay. Entschuldigung, wir müssen nochmal mit dem Bagger ran, Jungs. Und zwar auf jeden Fall nochmal drei Stück hier ab. Drei Stück nochmal weg, bitte. Danke. Das war so nicht geplant. So, dann können wir nämlich jetzt hier Taxiway Foundation. Und zwar... Vier, fünf habe ich gesagt, möchte ich gerne nach oben gehen. So, genau. Das ist dann unsere Einfahrt quasi für die dicken Schiffe. Dann haben wir nicht mehr hier diese kleinen schmalen Dinger. Ich weiß, geht euch auch auf die Nerven, weil es hier so dünn alles ist. Aber war am Anfang nicht anders zu machen, beziehungsweise ich wusste es ja nicht anders. Gut. Dann sollen die das abbauen, würde ich sagen. Wir lassen hier mal ein bisschen schneller laufen. Ich hoffe, die machen... Die Foundation machen sie nicht weg.
Müssen wir das so machen? 1, 2, 3. Okay, dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Okay, liebe Leute, das soll es gewesen sein von dieser Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann machen wir hier richtig Hackengas mit Terminal B. Wir brauchen halt richtig Kohle, um mehr Flugzeuge fliegen zu lassen. Und dann müssen wir mal gucken, hier mit dem großen Ausbau oder Umbau mit noch mehr Scannern. Müssen wir schauen, wie das denn ist. Platz haben wir ja. So sieht das Ding auch ein bisschen verloren aus. Also wäre auf jeden Fall cool, wenn hier noch mehr reinkommt. Dafür habe ich ja so eine große Halle gebaut. Ja, wie es wird, ob es was wird, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.